Bei uns darf man halt nicht vergessen, dass wir es wirklich mit Menschen, ihren Sorgen, ihren Nöten, ihren Gefühlen, ihrem Wohlbefinden, ihrer Gesundheit zu tun haben. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass man sich und seinen Grundsätzen treu bleibt, dass man keinen Patient gefährdet, dass man auch öfter mal Nein sagt. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ich glaube, die echte Königsdisziplin in unserem Beruf ist am Ende wahrscheinlich die Nasenkorrektur. Man muss wirklich die Liebe zum Detail haben, man muss auch die nötige Geduld haben, weil man bei diesen Operationen am Ende eigentlich keinen Spielraum für Unregelmäßigkeiten hat. Und das ist was mir wirklich Spaß macht, wo ich mich eigentlich schon sehr frühzeitig auch reingekniet habe. Insofern kann ich sagen, generell Chirurgie im Kopfbereich und da eben auch vor allem Nasenkorrekturen. In dem Beruf kommt es darauf an, dass man, glaube ich, sich gut auf Menschen einstellen kann. Wir lernen die Leute ja im Beratungsgespräch erstmal nur kurz kennen und müssen da schon rausfiltern, was sie denn für Erwartungen an uns haben, ob das auch wirklich machbar ist. Ich glaube, man muss wirklich authentisch sein, man muss die Leute, man muss ihnen so begegnen, wie man auch jemand aus seiner Familie begegnen würde. Und dann ist in der Regel schon die richtige Basis da, die auch wirklich wichtig ist für unseren Beruf.